meiner absoluten All-Time-Favorites. Hallo, liebe Bücherwürmer! Ihr habt euch ein Video über meine absoluten Lieblingsfilme gewünscht. Und da sage ich doch nie nein, ne? Heute zeige ich euch in einer Top 10 meiner absoluten All-Time-Favorites. Ich bin voll der Filmfreak. Ich sitze total gerne vor dem Fernseher und schaue mir einen Film an. Ich liebe es, ins Kino zu gehen, was ja momentan leider nicht möglich ist. Das ist so traurig. Ich würde gerne einfach wieder ins Kino gehen und auf einer riesigen Leinwand einen Film sehen, Leute. Das vermisse ich, glaube ich, mit am meisten. Ja, und da haben sich im Laufe der Jahre natürlich so einige Filme angesammelt. Und deswegen würde ich sagen, wir schießen jetzt auch mal direkt los mit meinem Top 10 der besten Filme aller Zeiten. Auf meinem Platz Nummer 10 ist Nick and Nora's Infinite Playlist. Wow, der Film ist schon echt was älter. Damals ging Kat Dennings noch so als, naja, Jugendliche durch. Und ich weiß gar nicht, wie ich auf den Titel gekommen bin. Ich habe, glaube ich, einfach die DVD gekauft und dachte mir, den Film gucke ich mir mal an. Damals, als man noch für 5 Euro DVDs gekauft hat. Einfach so. In dem Film geht es um Nick und Nora, die sich eines Abends treffen. Und dieser Film erzählt einen ganzen Abend, den die beiden gemeinsam verbringen. Sie haben den gleichen Musikgeschmack, aber was anderes verbindet sie nicht so wirklich miteinander. Ja, aber da steckt natürlich noch viel, viel mehr hinter, was ich euch jetzt an der Stelle nicht spoilern möchte. Ich fand es vor allem cool, wie sie die ganze Nacht auf der Suche nach Fluffy sind. Ja, ich lasse es so geheimnisvoll an dieser Stelle, falls ihr den Film noch nicht kennt. Der Film ist wahnsinnig witzig. Also der ist unglaublich komisch. Der hat aber auch so eine ganz besondere Art von Humor. Also ich finde, dass der Film nicht unbedingt was für jeden ist. Dann geht es natürlich um die Liebe und Leidenschaft zur Musik und Konzerte und sowas. Also wenn ihr so ein bisschen Musik interessiert seid, dann könnte dieser Film für euch echt toll sein. Ich mochte ihn vor allem, weil der super schräg ist. Er ist total skurril und seltsam. Und ich fand es auch ganz cool, dass diese ganze Geschichte innerhalb eines Abends erzählt wird und dann auch abgeschlossen ist. Auf Platz Nummer 9 ist ein Film, den ich erst kürzlich kenne, obwohl er auch schon ein bisschen was älter ist. Und zwar Sunshine on Leith. Ha. Ich habe den tatsächlich auch erst einmal gesehen, aber, jetzt kommt das große Aber, es ist ein Musical-Film. Also nicht wirklich ein Musical-Film, weil dafür doch die Musik doch nicht so eine mega große Rolle spielt. Das ist, sagen wir mal, ein Film, in dem auch gesungen wird. Und zwar sind es die Songs von den Proclaimers. Ist gar nicht so meine Musik eigentlich, aber tatsächlich fand ich das so toll, wie das in die Story verwoben wurde. Es geht um eine Familie in Leith und da ereilen sich die unterschiedlichsten Schicksalsschläge. Also die Eltern müssen sehen, dass ihre Beziehung vielleicht doch nicht so harmonisch ist, wie sie eigentlich mal war. Dann kommt der Junge gerade wieder, der Soldat, George MacKay übrigens, deswegen habe ich den Film gesehen. Und der muss mit seinen Aggressionen kämpfen und lernt jemanden kennen. Und dann gibt es da noch die Schwester, die mit ihrem Freund schon super lange zusammen ist. Und er denkt darüber nach, dass sie heiraten. Also ich fand gerade diese unterschiedlichen Beziehungen total spannend, die da gezeigt wurden. Und dann wurde auch noch gesungen. Das hat mein Herz total erwärmt. Also in dem Film wechselt man sich auch ab zwischen Heulen und Lachen, weil der so schön ist einfach. Ich finde, das ist so ein Film, den will man sonntags abends gucken, wenn man so einen richtigen Feel-Good-Film braucht. Und deswegen musste ich den auch unbedingt mit aufnehmen. Ja, und den Soundtrack könnt ihr rauf und runter auf Spotify hören. Auf Platz 8 ist Pitch Perfect. Ja, schon wieder ein Musical-Film. Aber es war klar, dass ziemlich viele Musical-Filme auf meiner Liste sind oder etwa nicht. Ich liebe Pitch Perfect. In dem Film geht es um eine Gruppe von jungen Frauen, die studieren und die in einer A Cappella-Band sind. Und die wollen ihr Ansehen wiedergewinnen, weil es gab so ein paar Vorfälle, die dafür gesorgt haben, dass die Band nicht unbedingt das größte Ansehen hat. Und das ist so schön, dieses Empowerment. Frauen halten zusammen. Yeah! Und dann wird auch noch gesungen. Das ist so großartig. Und die singen moderne Pop-Songs und entwickeln etwas ganz Neues daraus. Das ist halt so das Geile. Der Film ist unfassbar witzig. Also der ist wirklich so lustig, dass ich im Kino fast am Boden gelegen habe vor Lachen. Und es gibt mittlerweile 3 Teile. Ich finde alle Teile gut, aber der erste bleibt halt für immer so in meinem Herzen. Ich habe den halt auch schon
20, 30 Mal gesehen. Auf Platz 7 schon wieder ein Musicalfilm. Wer hätte das gedacht? Es ist Mamma Mia 2. Oh mein Gott, ich liebe Mamma Mia, die Filme. Weil das auch so Feel-Good-Filme sind. Ne? Die spielen in Griechenland auf dieser Insel und dann stehst du da, dann weht dir das Wind durch den Haaren und du willst einfach nur, ja, Bifteki mit Pommes essen. Ich fand, Mamma Mia hat einfach dieses Wohlfühlen. Mir geht es einfach gut, wenn ich diese Filme schaue. Und vor allem den zweiten Teil fand ich noch besser als den ersten. Denn hier wird Donnas Geschichte erzählt. Wie sie nach Griechenland gekommen ist, wie sie mit drei verschiedenen Männern, naja, ein Techtelmechtel hatte und wie ihre Tochter dann entstanden ist, sozusagen daraus. Also, das ist einfach toll erzählt, weil Lily James spielt die junge Donna und Lily James ist einfach grandios in dieser Rolle. Dann gibt es aber auch immer wieder Szenen in der heutigen Zeit und es wird so, ja, gezeigt, wie das Hotel neu aufgebaut wird. Es ist einfach wunderschön. Und weil ich die Songs halt so grandios fand, der Film aber auch so viel Witz hat, ich meine, Cher spielt mit. Der Film muss urkomisch und grandios sein. Deswegen ist er auch ziemlich weit oben gelistet. Auf mein Platz 6 ist Mean Girls bzw. Girls Club, Vorsicht bissig. Den Film habe ich bestimmt schon an die 50, 60 Mal gesehen. Jetzt mal ungelogen. Ich habe den früher mindestens einmal in der Woche geschaut, weil der so lustig ist. Da geht es um ein Mädchen, das aus Afrika in eine amerikanische Highschool kommt und ja, in so eine Clique möchte von beliebten Mädels, um sich hinter ihrem Rücken aber darüber lustig zu machen, wie hirnrissig das alles ist. Ja, und dieses Mädel beginnt aber sich so zu assimilieren, dass sie in diese Gruppe auf einmal passt und sie dann selber zu einem von den Plastics wird. Es ist eine Komödie, die auch wirklich tiefschwarz an einigen Stellen ist und richtig bitterböse. Also da sind Jokes dabei, da muss man auch ein bisschen schlucken. Aber es ist auch so ein Film, den schaut man halt irgendwie gerne mit Freunden, weil man immer wieder darüber lachen kann. Ich finde auch jetzt noch Sachen so witzig und ich meine, so fetch. Es wurde einfach etabliert, ja. Auf Platz 5 ist Star Wars, die letzten Jedi. Ja, aber irgendwie klar, dass ein Star Wars Film auch noch rein musste, weil Star Wars, damit bin ich aufgewachsen. Ich liebe die Star Wars Filme, vor allem die neuen, finde ich sowas von grandios. Und die letzten Jedi ist schon mein liebster Star Wars Film, denn der hatte was ganz Besonderes, was bisher noch nicht so geschafft wurde in Star Wars. Und zwar, dass die Charaktere ambivalent sind und vor allem, dass man über diese Schwarz-Weiß-Denkerei hinausgeht. Also man hat viele Figuren, die sich in Grauzonen bewegen. Und vor allem haben die Charaktere eine krasse Entwicklung nach vorne gemacht. Das hat mir gut gefallen. Und es gibt viel Girl-Power in diesem Film. Und es wird bewiesen, yeah, a woman can do anything. Und das fand ich einfach so wahnsinnig grandios. Deswegen, ich finde, dass das der beste Star Wars Film aller Zeiten ist. Auf Platz Nummer 4 ist eine Komödie und zwar Superbad. Ja, man kann mittlerweile darüber streiten, inwiefern dieser Film noch irgendwie korrekt ist. Aber als ich ihn damals gesehen habe, fand ich ihn urkomisch und ich hatte den in der Sneak Peek abends im Kino und ja, ich habe ihn danach noch tausende Male gesehen, weil ich den so gut fand. Und ich kann auch über diesen Film immer noch lachen. Es geht um drei Außenseiter an der Schule, die zu einer Party eingeladen werden und die ihre Chance sehen, so auf diese Art und Weise bei ihren Liebsten besser anzukommen. Oh mein Gott, das klingt so weird, wenn man das erklärt. Es ist halt so eine schräge Geschichte. Man weiß überhaupt nicht, was als nächstes kommt, weil das so urkomisch und witzig ist. Es ist unfassbar. Ja, und diese Sprüche aus Superbad, die gehören einfach auch in meinen normalen Alltagsgebrauch. Deswegen hat sich das so etabliert und Superbad muss einfach weit oben sein. Auf Platz Nummer 3 ist der Les Miserables-Film, der neue, der aktuelle, sagen wir es mal so. Ich bin großer Fan vom Musical Les Miserables und war super gespannt, wie diese Verfilmung mit Hugh Jackman sein wird. Und als ich den im Kino gesehen habe und es so anfängt, dam, dam, da, tada. Da wusste ich sofort, dieser Film wird episch werden. Genau das ist es auch. Also in Les Miserables geht es grob gesagt um einen Mann, der ein Stück Brot klaut und dafür sein Leben lang bestraft wird.
Also wirklich in a nutshell, weil es geht um so viele einzelne Schicksale in Frankreich zu der Zeit. Und so kann man das gar nicht so richtig sagen, dass es nur um diesen Typ geht, weil es geht zum Beispiel auch um Aufstände von Studenten und um Liebe, um Freundschaft, um die ganz großen Gefühle sozusagen. Und das Ganze wird gesungen. Und zwar wirklich in diesem Film so gesungen, dass es, glaube ich, nur 2 oder 3 Sätze im Film gibt, die gesagt werden. Und ich liebe einfach Les Miserables und es ist so düster, episch. Dann gibt es diese Crane-Shots und diese super nahen Nahaufnahmen. Also es ist einfach ein absolut gelungenes Meisterwerk und deswegen auf Platz 3. Auf Platz 2 ist der Film 1917, der ja auch noch relativ neu ist. Aber ich habe den im Kino gesehen, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt und war geflasht. Habe geweint, ich habe geschmunzelt und in mir ist irgendwie was erwacht, ich weiß auch nicht so genau. In dem Film geht es um 2 Soldaten, das spielt zum Ersten Weltkrieg und die müssen eine Nachricht überbringen. Und wenn diese Nachricht überbracht wird, kann vielleicht etwas ganz Schlimmes verhindert werden. Und es geht dann um diese Reise von den beiden. Es spielt auch zu einem sehr kurzen Zeitraum, sodass man das Gefühl hat, man ist live dabei. Also das ist das Schöne an diesem Film, dass der einen so total abholt und mitnimmt, ne? Also ich war komplett in Schock einfach, was dieser Film mit mir gemacht hat an Emotionen. Also es gab Szenen, in denen es Feuer gab, da wurde mir richtig warm und dann gab es Szenen, die in der Nässe spielen und da wurde mir richtig kalt. Also dieser Film spielt einfach so mit den eigenen Gefühlen und das finde ich richtig krass, wenn ein Film das schafft. Außerdem George MacKay. Auf Platz 1, mein Lieblingsfilm aller Zeiten, ist Moulin Rouge. Ah, so ein schöner Film. Den habe ich damals zufällig im Fernsehen gesehen und ich habe mir, glaube ich, direkt darauf die DVD bestellt. Also ist auch schon ewig her, der lief da das erste Mal oder das zweite Mal im Fernsehen überhaupt. Und ich, boah, Freedom, Beauty, Truth and Love. Ich kann vor lauter Begeisterung gar nicht mehr reden. Der Film handelt von einem jungen Mann, der nach Paris kommt und dieses Bohème-Leben leben möchte. Er ist Schriftsteller und möchte schreiben über Liebe, die er aber noch nie erlebt hat, über Freundschaft, die er nicht hat und sowas. Um die großen Gefühle geht es hier tatsächlich auch wieder. Und er lernt dann eine Kurtisane kennen und in die verliebt er sich. Ja, und es geht um dieses Leben im Moulin Rouge, diesem Nachtclub. Und das ist halt einfach so geil gemacht. Und dann singen die aber alle, obwohl das in der Vergangenheit spielt, zur Bohème-Zeit halt eben, so moderne Lieder, ne? Also da hat man ganz viel Elton John auch drin und so. Und die mixen diese Songs auch so gut. Also Roxanne wird zum Beispiel auch gesungen in so einem Tango. Und diese Art und Weise, wie der Film gezeigt ist in den Bildern, ist auch so wunderschön. Also der ist total cineastisch. Dann sind die Songs umwerfend. Es ist einfach mein absoluter Lieblingsfilm, weil der mich auch zum Lachen bringt und tierisch zum Weinen. Also ich muss bei diesem Film auch immer vor den letzten Kapiteln ausmachen, damit ich noch irgendwie einen Happy Abend habe. Aber Moulin Rouge begleitet mich halt auch schon so wahnsinnig lange und ich glaube, deswegen ist es auch mein absoluter Lieblingsfilm. Ja, das war's von mir mit meinen absoluten Lieblingsfilmen. Mich würde jetzt mal interessieren, habt ihr einen dieser Filme auch schon gesehen? Wenn ja, schreibt es mir mal in die Kommentare und wie fandet ihr die Filme, die ich euch gezeigt habe? Aber vor allem, was ist denn euer absoluter Lieblingsfilm? Vielleicht kriege ich ja noch den einen oder anderen Tipp in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Austausch mit euch. Falls ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht getan habt. Und die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und falls ihr noch mehr Hintergrundinfos haben wollt, die Videos hier früher sehen möchtet und einmal im Monat mit mir einen Livestream machen wollt, dann kommt doch in mein Patreon-Team. Das war's heute von mir. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Oder ihr besucht mich doch mal in meinem Etsy-Store auf meiner Patreon-Seite. Oder ihr kommt mal auf meinem Blog vorbei. Von mir gibt's jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein geekiges oder buchiges Video. Oder wir sehen uns dann Montag im Weekly-Blog. Bis dann, ciao, Bücherwürmer. Der Film handelt von einem jungen Mann, der nach... Der Film handelt von einem jungen Mann, der auf Platz in diesem Film... Ja, aber in dem Film geht es um Nick und den... Heute machen...